Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zur Schlangenhochzeit in der Wolke von Jens Klein. Und bevor ich das Wort an Jens übergebe, wollte ich nur sagen, Jens meinte eben, wenn es Fragen gibt zwischendurch, einfach unterbrechen. Ich würde dann darum bitten, einfach kurz aufzuzeigen und ich versuche dann mit dem Mikro nach hinten zu kommen, damit man das auch versteht dann. Alles klar, dann danke. Ja, super, danke fürs Kommen. So nach dem Mittagessen war auch voll, hoffentlich war es besser als gestern, ich habe es heute nicht genossen. Auf jeden Fall ist dieser Vortrag jetzt, der geht so um Schlangen, um Python und um die Google App Engine. Und mein Name ist Jens Klein, ich bin Geschäftsführer und Entwickler in der Klein und Partner KG, ich sitze in Innsbruck. Und ich bin auch in der Blue Dynamics Alliance. Das ist ein Unternehmenszusammenschluss von 7 Firmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und in diesem ganzen Kontext machen wir hauptsächlich Plone-Entwicklung, aber jetzt auch Pyramid-Entwicklung in jüngster Zeit und eben in diesem Projekt auf der App-Engine. Ja, das ist ganz witzig, es gibt tatsächlich eine Schlangenhochzeit, da habe ich mal gegoogelt, da hat es tatsächlich irgendwie eine symbolische Schlangenhochzeit gegeben mit zwei Pythons, schönerweise, also passt ja auch noch. Ne? Ja, worum geht es denn bei dem Ganzen? Also was wir jetzt gemacht haben, das ist ein kleines Startup-Unternehmen, das heißt Locandy, da geht es um Location-Based Games. Das Projekt selber gibt es seit Anfang 2012. Ich bin dazugekommen im Herbst 2013 und darum geht es eigentlich um eine Handy-App zu machen, mit der man Spiele machen kann, wo man von Station zu Station geht, eine Geschichte erzählt bekommt und Fragen dazu gestellt kriegt. Und rein technisch sieht das so aus, dass man sich das mit dem Smartphone erstmal eine App runterlädt, die Locandy-App, und dann kann man sich in der App verschiedenste Spiele installieren für verschiedenste Orte. Und diese Spiele müssen natürlich irgendwo herkommen, darum geht es natürlich dann auch. Ne? Also sie werden runtergeladen vom Server, es gibt eine Suche, wo dann Suchergebnisse daherkommen und schlussendlich kann man das Spiel runterladen und spielen. Man kriegt auch Metadaten dazu und die müssen alle irgendwo eingegeben werden. Das Spiel selber läuft komplett offline. Man geht jetzt zu so einem Familienspiel hier, da gibt man halt am Hochzeiger im Pitztal, oben am Bergbahn kann man hochfahren und da spielt die Geschichte und wird dann von Station zu Station geschickt, hat auch ein bisschen Guide noch dabei und geht durch die Gegend und kriegt dann angezeigt, wie weit es da noch ist. Also hier die Entfernung, die Genauigkeit vom GPS, ein Richtungspfeil. Man gibt auch einen Kompass für kompliziertere Sachen. Und kriegt dann während auf der Route oder an der Station, wo man dann hin muss, kriegt man dann Fragen gestellt. Das ist jetzt für Kinder, die müssen jetzt da die Kuh mit dem Herz finden. Oder halt einfache Fragen, das ist jetzt so eher Vorschulalter bis erste, zweite Klasse Volksschule oder Grundschule in Deutschland gesagt. Man kann auch hier Audios abspielen, da haben wir Audios eingesprochen und eine Grafikerin hat uns schöne Bilder dazu gemacht, die dazu passen, das ist der Zirbengeist hier. Und wenn man das Spiel dann schlussendlich fertig hat, dann hat man vielleicht auch Spielergebnisse und diese Spielergebnisse, die kann man jetzt auf das Portal wieder hochladen, wo man sich dann später einloggen kann und vielleicht diese Spielergebnisse anschauen kann, vergleichen kann mit anderen Spielern und so weiter. Das Unternehmen Locandy, das ist unser Startup-Unternehmen, ist durch die FFG gefördert, die österreichische Forschungsförderungsgesellschaft, schwieriges Wort. Sind vier Gesellschafter, wir sind mit unserer Firma Gesellschafter in diesem Startup und unsere Aufgaben waren hauptsächlich mal Projektmanagement, Entwicklung und Entwicklungssupport inklusive natürlich Konzeption von verschiedensten Teilen, vor allen Dingen am Portal und auch an der App sind wir involviert gewesen und das dann auch umgesetzt. Das ist ein schönes Bildchen hier. Das ist der Sack mal offen. Was wir jetzt hier Verantwortung hatten, das ist natürlich, gibt es natürlich aus dieser App und dieser Umgebung. Wir haben ein Portal, brauchten wir, auf dem wir eben diese Mixed Reality Media Formate, ein JSON-File ist das in einem bestimmten Format, in dem dieses ganze Spiel abgelegt ist, die ganze Spielinfo ist da drin abgelegt, verwalten können, wobei dieses MRM-Format selber eher so ein Blackbox-Format für das Portal ist, weil wir nicht die ganzen Datenmodelle dort nachbauen wollen, auch nicht notwendig ist. Dann gibt es noch ein Manifest-Format, da sind die ganzen Metadaten drin, die gewartet werden müssen und die müssen natürlich auch irgendwo eingegeben werden. Dann ist noch das die Schwierigkeit gewesen, dass wir zwar auf der einen Seite online sind, die Sachen runterladen, auf der anderen Seite aber irgendwo in der Pampa
irgendwelche Wege gehen, da hat man halt kein Internet und das heißt, dass die am Smartphone alles komplett offline laufen muss. Und da haben wir lange rum experimentiert, mit verschiedene Frameworks angeschaut und sind darauf gekommen, wir brauchen eine Native App, aber wir wollen eigentlich diesen MRM-Player da, mit dem man dann das eigentliche Spiel spielt, den wollen wir jetzt eigentlich nicht zweimal programmieren für iOS und iPhone und sind darauf gekommen, das geht ja eigentlich hervorragend jetzt mit HTML5 und JavaScript und sowas. Geht's auch und Gott sei Dank gibt es ja noch das AngularJS, das hat uns irgendwie so ein bisschen den Arsch gerettet, weil damit, also mit jQuery wären wir wahrscheinlich nicht fertig geworden. Und diese Technologien haben wir da verwendet und natürlich dann auch einen Editor für dieses MRM-Format programmiert und der, das sieht man jetzt gleich besser auf dem Schauspiel, das sehen wir noch nicht hier, okay. Also der Editor, der ist auch in JavaScript und HTML programmiert und läuft dann im Browser. Natürlich, dann gibt es noch dieses Portal, das ist eine wachsende Community, wir wollen natürlich groß denken, wir wollen mit dem Ganzen natürlich weltweit irgendwann mal an den Start gehen und diese Community soll auch so sein, dass auch wirklich jeder ein Spiel erstellen kann, nicht kommerzielles Spiel und natürlich gibt es kommerzielle Kunden, Tourismusverbände, Bergbahnen zum Beispiel sind daran interessiert, ihre Kunden auf den Berg zu kriegen, die Tourismusregionen wollen natürlich ein Zusatzangebot haben, gerade für den Sommertourismus in den Bergen sehr interessant und Werbetreibende natürlich, die dann halt bei uns Werbung platzieren wollen, auch vor Ort, meinetwegen das Sportgeschäft im Ort kann dann da vielleicht einen Gutschein platzieren im Spiel oder sowas in der Richtung. Und daraus resultiert natürlich, dass hier so ein Portal skalierbar sein muss und das muss verfügbar sein. Das soll natürlich auch kaum Personalaufwand fürs Hosting verursachen. Das war so die Idee, wir wollen uns um das Spiel kümmern, um die App, aber wir wollen eigentlich nicht diese, wir haben gar nicht genug Ressourcen, um auch noch viel uns ums Hosting zu kümmern. Und da gibt es halt dann so mehrere Möglichkeiten, auslagern Cloud, verschiedene Cloud-Plattformen, unter anderem natürlich Amazon Web Service, da kriegt man eine ganze Linux-Maschine, die man dann auch replizieren kann mit Elastic IPs und sowas. Und man muss aber immer wieder Systemwartung machen. Und dann App Engine auf der anderen Seite ist halt wirklich nur Plattform und da hat man wirklich keinen Personalaufwand. Das deployt man einmal, dann läuft das einfach. Und dafür haben wir uns dann auch entschieden. Die Anatomie von unserem System sieht im Endeffekt so aus, dass wir die zwei Ebenen haben, App Engine und Android iOS und dann einfach quer darüber alles, was Browser, HTML, JavaScript ist. Das heißt, wir haben auch die Schwierigkeit gehabt, dass diese ganzen Browser-Komponenten gleichzeitig wieder auf der Seite von dem iOS laufen müssen und das eigentlich möglichst eine Codebasis sein soll. Und die natürlich hier gibt es eine JSON-Schnittstelle, Suche, Download, Spielergebnisse müssen natürlich von der App nativ ausgetauscht werden. Auf der anderen Seite, auf der Portalebene im Browser läuft dann der Editor, der wirklich eine reine JavaScript-Applikation ist. Und der Browser verwendet den gleichen Code, der dann wieder da online läuft vom Player, um dem Player in der Vorschau zu zeigen. Ja, also das ist auf jeden Fall sehr interessant, weil man wirklich auf die Art und Weise, trotzdem man was für ein Phone programmiert hat, das Gleiche sozusagen nochmal da auf dem Browser verwenden kann. Das war ein grober Überblick. Wir bewegen uns jetzt eigentlich hier auf der Seite. Das habe ich jetzt mal ein bisschen ausgeblendet. Wenn noch ein bisschen Zeit ist, hinterher noch Fragen sind, kann ich gerne dazu auch was beantworten. Aber wir wollen jetzt mal die App Engine uns anschauen, wie das jetzt eigentlich funktioniert hat. Ja, die App Engine, Google sagt, das ist wirklich von der Google-Webseite so ein bisschen zusammengekürzt, kann jeder nachlesen. Im Prinzip geht es darum, dass man da eigentlich seine Applikation deployt auf der App Engine und wenn ein bisschen Last drauf ist, dann startet das Ding eine Instanz. Wenn mehr Last drauf ist, dann werden dann mehrere Instanzen gestartet, bis hin zu mehreren hundert, wenn man das haben will und bezahlen will. Ist auch gar nicht so teuer jetzt im Verhältnis, wenn man das mit anderen Diensten vergleicht. Es skaliert automatisch, man hat automatischen Lastausgleich, die Binärdaten, die ausgeliefert werden, werden automatisch auf die passenden Edge-Server weltweit verteilt. Also das ist schon Wahnsinnsinfrastruktur dahinter, was da Google treibt. Und man kann sich da einfach einkaufen sozusagen. Wenn man das lokal verwendet, dann hat man auch eine eigene Entwicklungsumgebung, nicht jetzt im Sinne von einer IDE, sondern im Sinne von Libraries und Stubs, wie der Data Store zum Beispiel anzubinden ist und solche Sachen. Man hat in dieser App Engine auch Task Queues zur Verfügung, Aufgaben.
kann man Cronjobs kann man auch angeben, wobei auch diese Task und diese Cronjobs eigentlich nichts anderes machen, als einen internen HTTP-Request wieder abzusetzen auf die App-Engine. Also das ist dann ein bisschen versteckt. Die App-Engine selber gibt es seit 2008, hat auch nicht immer ganz so einen rühmlichen Rekord gehabt, was so die am Anfang, was die Stabilität anging, und auch bug-free war sie nicht wirklich. Inzwischen kann man da gut mit arbeiten, wobei auch manchmal einfach Features gestrichen werden und dann muss man seine App dann nachziehen, wieder sein Portal oder sowas. Wenn man auf ein neues SDK geht, dann gibt es wieder irgendwas nicht. Oder das ist halt ein bisschen ein Problem. Man ist da sehr abhängig von Google, was sie gerade so denken, was gerade hip ist. Und zurzeit, ja, und die Applikationen laufen eben in so einer Sandbox. Das heißt, man hat natürlich nur eingeschränkte Möglichkeiten und auch eingeschränkten RAM. Und ein Request darf nicht länger als 60 Sekunden dauern. Das sind natürlich, wer will schon einen Request haben, der länger als 60 Sekunden dauert. Es gibt dann noch andere Möglichkeiten, Tasks, außer für die länger laufen. Aber das ist natürlich auch immer so ein bisschen problematisch. Die Programmiersprachen, Python war als erste Programmiersprache unterstützt. Danach kam gleich mal Java. Dann Googles Eigenentwicklung, Go. Ich kenne eigentlich niemanden, der da wirklich effizient viel mitmacht, außer Leute von Google selber. Und seit wenigen Monaten, ich glaube erst seit wenigen Wochen, öffentlich verfügbar ist PHP als Plattform. Das habe ich mir eigentlich noch gar nicht angeschaut. Das mit dem Sandboxing ist manchmal auch ein Problem, wenn man Libraries einsetzt. In Python zum Beispiel gibt es eine schöne Requests-Library und die Requests-Library ist wunderbar, macht wirklich Spaß, und dann installiert man das Ding auf der App-Engine und es geht einfach nicht, weil die eigene Socket-Verbindung und Connection-Pooling macht diese Library, und die ganze schöne API vorne dran hat hinten auch noch ganz viel Funktionalität, und an der Stelle steht man erstmal blöd da. Und ich wollte halt Walrus verwenden, das ist so ein Social Authentication Authorization-System, ne? Wo man halt über Facebook, Twitter oder auch GitHub sich anmelden kann, und dieses Walrus verwendet halt diese Request-Library. Gott sei Dank verwendet das Walrus nur irgendwie 5 Methoden-Calls, und da kann man sich dann auch wieder schön reinpatchen und diese Methoden dann einfach auf das URL-Fetch, was dann die App-Engine zur Verfügung stellt, umbiegen. Und die macht dann ja eh das ganze Connection-Pooling und alles. Da sind wir nochmal bei den Einschränkungen ein bisschen weiter. Also X werden zum Beispiel auch nicht, Python-X werden nicht unterstützt. Also wirklich ganz tragisch, muss man auch wieder drumherum arbeiten. Eben Sockets keine Temp-Files, das Dateisystem ist nur so ein Pseudo-Dateisystem, und das ist nur Read-Only. Man kann nichts ins Dateisystem schreiben. Mails kann man nicht einfach verschicken. Da muss man wieder einen eigenen Mail-Dienst von Google verwenden. Ja, eben das mit dem URL-Fetch habe ich gerade schon gesagt, externe URLs laden, und dann auch C-Extensions sind nicht möglich. Also ich kann nur wirklich einen reinen, puren Python-Code ausführen auf dem Ding. Dann gibt es so Sachen wie Binärdatenhandling, Blob-Storage oder Google Cloud Storage muss man verwenden. Man hat eben kein Filesystem, in das man schreiben kann oder irgendwas anderes. Und sie haben natürlich ihre eigene Datenbank dahinter. Es gibt wohl auch nur SQL-Datenbank oder MySQL-ähnliches Ding oder ja, was dann aber wieder im Verhältnis sehr teuer ist, wenn man das verwendet. Das muss man sich halt alles dreimal überlegen. So. Und kommen wir jetzt zu Pyramid. Wer verwendet denn hier im Raum Pyramid? Oder hat es schon mal 1, 2, 3, 4, 5? Ja. Und wer hat Pyramid schon mal versucht, auf der App-Engine laufen zu lassen? Noch keiner, okay. Wer verwendet denn Pyramid mit SQL-Datenbanken? Aha, mit objektorientierten Datenbanken, das waren 3 jetzt, dann objektorientiert einer, okay. Ja, gut, das ist halt anscheinend noch nicht ganz so verbreitet, das Pyramid. Ich kann es wirklich sehr empfehlen als Framework. Es ist eben irgendwie so ein Best-of-Medley, kommt es mir manchmal vor. Man findet da immer alle möglichen Ideen wieder, die es schon mal irgendwo gegeben hat, aber immer nur das Schönste rausgepickt. So kommt es mir vor, vielleicht ist meine Sicht. Also es hat ganz viel Pylons drin, es hat auch viel Soap drin, aber nur die hübschen Sachen. Und nur wenn man will. Und es ist Django, sind einige Sachen drin.
und bestimmt noch andere Inspirationen, die ich noch nicht gefunden habe, obwohl ich mich nicht auskenne. Und die Idee von dem ganzen Pyramid ist, man hat einen minimalen Kern, da ist gar nicht so viel Funktionalität drin. Im Prinzip des, was man braucht, ist drin. Also dies, man hat Traversal oder URL-Matching drin, man hat die Security ist eingebaut, man muss sich da nicht drum kümmern. Und all diese Sachen, die sind mal grundsätzlich im Core drin. Bei dem neuen Pyramid 1, wo sind wir jetzt, 5, das noch nicht released ist offiziell, das hat dann schon gar kein Templating-Sprache mehr offiziell im Core drin. Da muss man sich dann ein Paket hinzuinstallieren, was man gerade so will. Es geht eigentlich so in die Richtung, man muss sich eigentlich schon ein bisschen auskennen. Also es geht jetzt nicht so, dass man das installiert und mit einem funktioniert alles. Man muss sich Gedanken machen. Aber das ist natürlich schön. Es gibt dafür ganz viele Add-ons und damit kann man dann arbeiten. Eben, da sind auch, genau, man hat da diese verschiedenen Qual der Wahl. Und das ist teilweise auch in einem Projekt ein Problem, wenn jetzt da drei Programmierer im Projekt sind und der eine sagt, ich finde Jinja total cool und das ist immer alles mit Jinja und der andere sagt, nee, aber das ist doch ein Blödsinn da mit diesem komischen, das sieht alles blöd aus. Ich will das jetzt XML-like haben, ich will das X-Chameleon ZPT nehmen. Der andere sagt, na, Marco ist fehlerrissiger. Naja, auf jeden Fall, da muss man sich dann irgendwie einigen, dass es dann kein Template-Mix gibt. Alles nicht so einfach. Da sind die Geschmäcker halt unterschiedlich. Dann muss man sich halt überlegen, wie macht man das mit Authentifizierung, Autorisierung. Es war grundsätzlich ist mal was drin, aber einschalten muss man es dann selber. Wie strukturiere ich mein Projekt? Das ist da jetzt nicht unbedingt vorgegeben, wie man Projektstruktur in Pyramid macht. Man kann auch eine One-File-Application machen, wenn man will, bis hin zu komplexen Dingen aus mehreren Modulen, die sich zusammensetzen. Das ist alles möglich. Und da ist natürlich, für einen Anfänger ist Pyramid an der Stelle natürlich eigentlich eher schwierig. Das ist, da muss man schon mal irgendwie mit zwei, drei Frameworks gearbeitet haben, dann weiß man, was man will. Damit das funktioniert, ist Pyramid komponentenbasiert. Es verwendet tatsächlich die SOAP-Komponentenarchitektur, über die ja viele so schön schimpfen. Manchmal auch zu Recht, manchmal auch nicht. Aber es versteckt sie für den Otto-Normalprogrammierer, die wenn man will, hat man aber die volle Power zur Verfügung und kann alles sich selber reinregistrieren. Aber es ist irgendwie alles schön wegabstrahiert, dass man mit den APIs eigentlich dann gar nicht groß mit in Berührung kommt. Die Community ist zwar noch klein, aber mir kommt so vor, sie wächst sehr schnell. Also es sind nicht so viele Leute, es sind viele Leute, die auch tatsächlich aus der Plone-Welt kommen, die da sind, aber inzwischen auch viele Django-Leute und ich habe das jetzt nicht ganz so tief drin, weil es dann auf keinem reinen Pyramid-Sprint, aber es wird immer mehr und man liest immer mehr von Mailingliste, es wird immer aktiver alles, also es ist gerade so ein bisschen im Aufwachsen, das Ganze. Das ist übrigens Marmota. Das ist ein Murmeltier. Und die pfeifen ja bekanntlich, ne? Ja, und jetzt kommt es zur Hochzeit. Jetzt wollten wir Pyramid auf der App Engine haben. Und jetzt wissen wir ja, Pyramid ist alles schön brav in X strukturiert. Die ganzen Abhängigkeiten, die ganze Python-Welt arbeitet damit, nur die App Engine. Da geht das nicht. Da brauche ich natürlich jetzt irgendwie etwas. Und für die Hochzeit brauchen wir einen Pfarrer. Und das ist hier bei uns das Build-Out. Das ist das hochgeliebte und gehasste System von vielen. Früher hat man auf den Compiler lange gewartet, bis sein C-Programm kompiliert ist. Heute haben wir dafür Build-Out. Aber nichtsdestotrotz nimmt es einem viel Arbeit ab. Und wenn man es einigermaßen in den Griff gekriegt hat, dann ist Build-Out tatsächlich auch ein sehr starkes Tool, um solche Setups zu machen. Und das Build-Out selber, das ist ja auch nichts anderes als eine Verkettung von diesen Recipes. Das sind so kleine Codeschnipsel, die machen irgendwas. Und in dem Fall gibt es da einen so ein Recipe, das hier die Musik spielt bei der Hochzeit. Das ist das Collective Recipe App Engine. Das habe ich mal geforkt, weil das FY Recipe App Engine, das ist irgendwie eingeschlafen gewesen. Ich habe das erst verwendet und dann ist mir das um die Ohren geflogen mit dem Update vom SDK von der App Engine und dann habe ich mal angefangen, das Ding zu forken und einfach mal weiterzuarbeiten auf dem Ding. Ich habe es auch absichtlich Collective genannt, weil es wäre ganz fein, also wenn jemand von euch das jetzt hier im Raum
mal verwendet und findet dann Fehler oder meint, das könnte man ja, das ist ein Schmarrn, das kann man viel besser machen. Ja. Also bitte Contributions, also Mitarbeit sehr, sehr gerne. Also ich hocke ganz ungern auf meinem Code. Ist jeder eingeladen. Wir lieben Pull-Requests, sage ich immer. Aber es kann natürlich auch direkt darauf gearbeitet werden. Ich weiß gar nicht, wo es jetzt zurzeit liegt, aber einfach mal auf GitHub liegt es auf jeden Fall. Entweder im, weiß nicht, in welchem Repository gerade, aber das ist ja eigentlich ziemlich wurscht. Prinzipiell macht das Ding drei Dinge, das RiseIP. Kannst du gleich nochmal zeigen. Es macht halt die automatische Installation von diesem App Engine Software Development Kit. Das ist eigene Umgebung, wo die ganzen Libraries von Google drin sind, die dann halt auch die emulieren, lokal die App Engine emulieren. Dann hat es einen Haufen Tools, die es installiert für die App Engine, eben diesen lokalen App Server oder halt die Deployment Tools für die App Engine. Und ja, eben diese Development Server, die wird dann installiert. Und das RiseIP, das mixt auch als eben eine aus diesen Eiern, diesen Python-Eiern, einen Baum von, ja, einen klassischen, wie wir ihn früher gewohnt waren, Baum mit den ganzen Modulen drin. Ich weiß nicht, aus der Plone-Welt gibt es dieses Collective RiseIP Omelette, das macht eigentlich sowas Ähnliches, das macht das mit Symlinks. Und das kopiert aber wirklich hier die Struktur zusammen. Weil ich hatte erst versucht, das Omelette tatsächlich dafür herzunehmen, das hat es nicht gebracht. Da waren zu viele Fehler drin, haben zu viele Sachen gefehlt. Da habe ich lieber das aus dem RiseIP da weiterentwickelt. Ja, da ist so viel nicht passiert. Also die Struktur von dem unserem Build-out und das ist eigentlich relativ einfach, also von seiner Mini-App sieht so aus, dass man im Prinzip hier diesen App-Ordner hat und das ist eigentlich das, was die App-Engine sieht, alles was da drin liegt. Alles was da außerhalb liegt, sieht die App-Engine überhaupt nicht. Ja. Bis auf ein paar Ausnahmen, und dann komme ich gleich dann noch zu. Dann haben wir hier die Build-out-Ebene, da haben wir die Build-out-CFG, die Bootstrap-PY. Versionen habe ich nochmal ausgelagert, hätte man jetzt auch da reintun können. Da habe ich noch einen Konfigurationsfile hier, der nichts mit Bildout zu tun hat. Und dann habe ich Source und da ist dann halt die App drin und die ist wieder als Eckstruktur aufgebaut. Man könnte das jetzt da so direkt reinsetzen, ohne Eckstruktur dahinter, aber dann kriegt man wieder Probleme auf anderer Ebene. Und eben das App hier ist die Eckstruktur und App hier ist dann eigentlich die Example-App, die Wurzel aus Sicht von Python wieder, die dann hinterher dann auch die App-Engine wieder sehen muss, da oben drin. Das muss alles irgendwie zusammenkopiert und zusammengelinkt werden. Und das macht eben dieses RiseIP. Also wenn ich das anschauen will, lass die Folie mal kurz stehen. Das ist, habe ich jetzt gerade noch auf dem Master gemerged und gepusht. Das ist oben, das ist der gleiche Code, den ich jetzt hier gerade auf dem Rechner habe. Kann man ausprobieren, funktioniert, sollte lauffähig sein. Einzige, was ich noch testen muss, vielleicht mache ich das dann am Freitag auf dem Sprint, ist, wie das dann mit dem Deployment von dem Ding funktioniert, weil ich noch Probleme mit dem PyCrypto-Modul hatte. Das stellt die App-Engine zur Verfügung, aber eben nativ sozusagen in der App-Engine, in dem Environment, aber lokal muss man das dann selber installiert haben. Und das sind so ein bisschen die Fallstricke, die man dann hat mit den verschiedenen Modulen. Das gleiche ist zum Beispiel für die Pill oder Pillow, nehme ich jetzt immer daher. Gleiche Problematik, das ist auch wieder ein C-Extension-Modul, aber trotzdem muss es da drin sein, damit man lokal damit entwickeln kann, sonst hat man keine Build-Skalierung. Ja, laufen lassen von so einem Build-Out ist eigentlich, wer das Build-Out kennt, klassisch, wer es nicht kennt, man geht in den Pfad von dem Build-Out, macht sich da drin am besten, also das mache ich jetzt neuerdings immer seit VirtualEnv 1.9 und Build-Out 2, ein VirtualEnv ohne Side-Packages, ohne Setup-Tools, komplett nackt, Python. Und dann lasse ich das Bootstrap laufen, das Build-Out laufen. Und dann kriegt man normalerweise auch keine Versionskonflikte mit System-Python-Paketen. Das ist nämlich bei Build-Out oft das Problem gewesen, dass da Konflikte sind. Im System ist das installiert, in meinem Build-Out-Tree, der ja eigentlich so auch so eine Sandbox für sich wieder darstellt, ist was anderes installiert. Und auf die Art und Weise mit VirtualEnv größer 1.9 mit diesen No-Setup-Tools dabei kann man das jetzt ganz wunderbar machen. Ich meine, es ist diese
nicht ganz rühmliche Geschichte ist ja eben mit Setup Tools, Distribute, dem Fork, eben dann wieder die Wiedervereinigung, die ich ja sehr begrüße von dem Ganzen. Aber jetzt gerade kriegen wir ein bisschen, also wir sind gerade in einer Phase, wo das eigentlich gerade nicht wirklich Spaß macht, weil dauernd irgendwelche Versionskonflikte im Setup Tools daherkommen. Und mit dieser Methode kann man das einigermaßen umschiffen. Man muss natürlich aufpassen, welche Versionsfixierung man noch in seinem Projekt hat. Hier habe ich jetzt gar keine drin, außer glaub, WebOp oder sowas. Das könnt ihr euch dann auf GitHub anschauen. Ja, und dann läuft das Ganze mal, lädt dann auch das SDK runter und alles. Also man muss wirklich nichts vorher installiert haben. Und danach, in dem Lauf, hat man dann im Endeffekt diesen in Bin, den DevOps-Server und andere Tools, da sind eben das Deployment-Tools, da sind natürlich auch die ganzen Tools von Pyramid drin, wie PSurf und so weiter. Die brauchen wir hier in dem App-Engine-Kontext überhaupt nicht, das funktioniert gar nicht. Ich jedenfalls habe es nicht damit zum Laufen gekriegt. Dann gibt es mit einem eine App-Distlib, das ist eben dieser ganze Baum, den wir da aufgelöst haben von den ganzen Dependencies, wo dann Pyramid und alles drin ist. Dann ist App-Example-App, ist dann ein Symlink auf diese Wurzel, die wir vorhin gesehen haben, in dem anderen Eck drin, wird dann reingesymlinkt. Das sind die ganzen Tricks, die man machen muss, und das App-Engine-SDK liegt dann unter Parts im Build-Out. Da liegt das komplette App-Engine-SDK. Wenn ich jetzt natürlich 20 Projekte habe, habe ich alles 20 Mal auf meinem Computer, aber ich glaube, die Festplatten sind inzwischen groß genug, dass uns das nicht stört. Ich habe das auch schon mal mit Shared Eck Directories und so probiert, aber das ist alles eigentlich irgendwie eher ein Schmarrn. Und die Datenbank liegt dann in VAR. Das ist der Ort. Dann freuen wir uns ganz kräftig, können das Ganze starten, läuft dann auf 8080 oder 9000 oder 8000, ich weiß jetzt gerade gar nicht. Und die Einstellung auf jeden Fall kann man alle selber bestimmen, das liegt eben in diesem GAE-Tools, CFG, das Ding liest der DevApp-Server ein und ja, läuft dann. Und dann freuen wir uns. Und Spannung steigt, diese Beispiel-App sieht dann so aus, naja, nicht so spannend, ist halt nur ein Beispiel, aber wir können an dieser App einiges zeigen und sie funktioniert und man kann tatsächlich Daten in die Datenbank tun und kann man anzeigen lassen. Ein Titel oben, der ist Root, und ein Text, der ist Initial Root Node. Was schön ist bei der App Engine, in der Entwicklungsumgebung hat man so einen Data Store Viewer dabei, da kann man auch gleich durch diese oder die Indizes oder alle möglichen Memcached alles anschauen, also wie das gerade so läuft, Cronjobs, das Ding kann sogar XMPP, und da sehe ich jetzt diese Initial mein Model, ist das Tree Model, und es hat einen Key, der wird generiert, der hat einen Key Name, das ist die Root, die ist so vergeben da in dem Ding, ein Body und ein Title, und das kann man da sogar bearbeiten jetzt. Initial Root Node, PyCon, und da schreiben wir PyCon hin. Und dann hätte man sogar eine einfache Möglichkeit, das zu bearbeiten. Ist natürlich nicht wirklich für Real Life gedacht. Aber wenn ich das jetzt hier neu lade, dann sollte das theoretisch da stehen. Tut es aber nicht, weiß auch nicht warum. Vorführeffekt. Wahrscheinlich habe ich das zweimal gestartet und da sind zwei Datenbanken drin. Ja, und wie das in so einer Ehe ist, da ist natürlich immer ein paar Kommunikationsprobleme gibt es da. Ne? Also kann man alle lösen, ne? Also das ist ja klar. Wir als Programmierer müssen jetzt hier zwischen Pyramid und AppEngine ein bisschen so Eheberater spielen. Und da sind wir hier, eigentlich hält sich das in Grenzen. Es gibt so ein paar Monkey-Patches oder Fixes, die man machen muss. Ein paar Sys-Paths setzen. Und die müssen jetzt ganz erstes in diese Main-PY geladen werden. Ja. Dann gibt es noch Probleme mit PKG, mit diesem PKG-Resource, da muss man den App-Engine-spezifischen Import-Hook registrieren, und Kamele und ZPT braucht auch noch einen Patch. Das könnte man eventuell irgendwie mal upstream lösen, das Problem im Chameleon, dass das vielleicht direkt auf App-Engine auch laufen kann. Ja, und wenn ihr dem Request-Library zum Beispiel so spezifische Hacks da reinbauen. Dann gibt es eben die Initialisierung der Pyramid-App, da ist halt das sieht halt so aus, da gibt es ein Settings-YAML, also das ist ja in Pyramid, wer es mal gemacht hat, gibt es ein INI-File normalerweise, das ist hier mal, wir haben es in YAML gemacht, weil es irgendwie alles in YAML ist, im Format bei Google, das ist, muss man jetzt nicht unbedingt mögen,
Aber deswegen, jedenfalls ist es gleichförmig. Wenn ich das jetzt wieder in JSON schreibe und das eine in YAML und ein drittes ist wieder in XML, das wird dann irgendwie nicht so schön. Deswegen haben wir uns da einfach mal dem angepasst. In der MainPy, das sieht eigentlich prinzipiell aus, zeige ich gleich den Code wie bei normalen WSGI-Anwendungen, stellt ein Application-Objekt zur Verfügung und dann wird dieses Main.Application als .pass im App-YAML, das ist eben das Konfigurationsein von der App-Engine, registriert und dann wird das URL-Matching vom Pyramid oder das URL-Mechanismus vom Pyramid zur Auflösung von dem Ganzen hergenommen. Was wir nicht brauchen, ist, dass Pyramid die Static Resources ausliefert, ist sogar hinderlicher für App Engine, weil das eigentlich die App Engine selber viel besser und optimierter kann, als wenn wir jetzt Pyramid das ausliefern lassen. Ja. Gibt es dazu noch Fragen zu diesem Teil? Ein Schweigen im Walde ist auch gut, habe ich anscheinend alles gesagt. Eine Frage. Ja, super. Ich liebe Fragen. Das hat sich jetzt allerdings ganz gut angehört, aber doch relativ negativ mit der Google App Engine. Würdet ihr es nochmal tun? Ja, wir würden es schon nochmal tun, aber es ist halt ein Haufen Arbeit und das muss man einkalkulieren und man spart es hinterher wieder ein beim Betrieb, schätze ich, weil dann läuft das einfach. Da muss man eigentlich gar nicht viel machen. Ich habe meinen anderen Kommentar bei der App Engine gehört, da hat es geheißen, die wäre recht langsam. Also die App Engine ist in der Tat dann langsam, wenn sie die Instanz hochstarten muss. Also wenn man Standby-Instanzen laufen lässt, die wirklich immer da sind, dann antwortet die innerhalb von 300 Millisekunden unsere App. Wenn das Ding hochstarten muss, braucht die tatsächlich 5 Sekunden. Das heißt, man muss natürlich dafür zahlen für diese Standby-Instanzen. Die wollen natürlich Geld dafür sehen bei Google. Wenn einem das wurscht ist, dass es beim ersten Mal 5 Sekunden dauert und dann hat man die. Und wenn dann innerhalb immer wieder Requests kommen, bleibt die Instanz am Leben. Aber wenn die so und so lange dann im Standby ist und man hat keine Standby-Instanzen gebucht, dann wird es langsam. Also man muss wirklich zuschauen, dass die im Warm-up sozusagen ist, dass die schön aufgewärmt dastehen, so ein, zwei Instanzen und dann geht das gut. Und das zweite war, Features wegnehmen ist meines Erachtens ein No-Go. Also dass Google, dass ich einen Provider habe, der mir nicht garantiert, dass meine Software in am Jahr, zwei oder wann auch immer noch läuft, das ist ja äußerst kritisch, oder? Ja, genau, das ist so eine Allüre, die haben alle großen, das macht ja Apple mit iOS-Entwicklern auch noch nicht anders, die müssen ja auch mal nachziehen. Es ist leider irgendwie eigentlich ein No-Go, das stimmt. Auf der anderen Seite sieht man es ja in Android, da haben sie ganz viel Backward-Zeugs noch drin und Android 4 ist davon durchsetzt und wird auch nicht besser. Also es ist immer die Frage, welche Strategie die Firmen fahren. Ich will das jetzt gar nicht beurteilen. Für einen Entwickler ist natürlich immer klar, da muss eventuell mal irgendwann nachjustiert werden, aber ich denke mir, es sind auch immer Übergangszeiträume, die sehr lang sind. Man kann damit leben. Man kauft sich das natürlich ein, man kauft sich diese Abhängigkeit ein. Darüber muss man sich von vornherein im Klaren sein. So, machen wir weiter mit dem nächsten Thema. Die Sachen, die wirklich nervig sind. Wenn wir die negativen Sachen hatten, okay. Die Sachen, die wirklich nervig waren bei der Entwicklung, war, dass PDB im DevOps-Server mit einmal nicht mehr funktioniert hat. Ich glaube, in Version 1.6 ging es noch und dann haben sie auf ein Multithreaded-Modell umgestellt und kravum, es ging kein PDB mehr. Man konnte nicht mehr einfach schön im Browser irgendwo hinklicken und hatte dann in der Konsole seinen Debugger. Geht nicht. Das ist wirklich ein Ding, was ich eigentlich so nicht akzeptieren kann, und wenn ich das von vornherein gewusst hätte, wäre das vielleicht ein Ausschlusskriterium gewesen. Aber man arbeitet sich ja dann doch drumrum. Print funktioniert nicht, weil die Standard-IO umgebogen ist, was auch, glaube ich, ein Grund ist, warum der PDB nicht ordentlich funktioniert. Aber Logging geht, und man sollte ja eh nicht mit Print irgendwas auf der Konsole ausgeben, sondern mit Logging, also insofern ist es nicht ganz so tragisch. Eine Frage da hinten? Nimm das Mikrofon bitte. Wenn es kein echtes Filesystem gibt, wo wird dann hingeloggt? Oder sollte man dann einen Stream-Händler oder einen anderen Händler nehmen?
Also lokal wird schon auf die Konsole gelockt dann. Ja? Wenn man dann im Deployment ist, also im Live-System ist, dann hat man in der Konsole von Google, also dieser Website, wo man dann seine Instanz überblicken kann, hat man dann eben eine Abteilung Logging und kann da die Logs abrufen. Okay. Also was wohl scheinbar geht, habe ich noch nicht ausprobiert, weil die Beschreibungen mir alle irgendwie, ja, das ist immer so was, was man so ungern macht, aber es gibt wohl Remote-Debugging, dass man sich irgendwo drauf hängt und dann kriegt man so ein Plugin für Eclipse oder irgendeine Möglichkeit für Eclipse, die Eclipse bietet, und andere Ideen gibt es scheinbar auch, die dann da drauf connecten und dann kriegt man tatsächlich wieder eine Konsole, auf der man debuggen kann. Oder dann auch wirklich direkt in der IDE mit Breakpoints dann in der App Engine debuggen kann. Was ja dann auch wieder ganz nett ist, aber das muss man wieder einrichten. Das ist wieder eine Hemmschwelle sozusagen, damit anzufangen. Was aber funktioniert, ist PDB in Tests. Und Testing soll man ja eh machen. So, das ist also mal so die Grundidee, man testet den Code. Gab es auch vom Timo den Vortrag über Continuous Integration und Testing. Und Testing ist halt wichtig und deswegen habe ich mich dem auch gewidmet. Und das kriegt man hin. Dann gibt es noch so schöne Sachen wie für das Interlude, das ist auch schon ein paar Jahre her, dass ich das mal irgendwann geschrieben habe, damit kann man sich einfach in Doc-Tests reinhängen, sagt dann Interact im Doc-Test und hängt im Doc-Test fest und kann dann da seinen Test eigentlich interaktiv weiterschreiben oder mal einfach was ausprobieren, kann ja auch was lernen über den Code, wenn man sich da mal so reinhackt. Und das funktioniert auch mit IPython, das heißt, man kann da auch so mit Tab-Extension relativ schön arbeiten und ja, das ist eigentlich ganz nett. Mal zeigen, wer das nicht kennt, also das funktioniert jetzt hier so. Und zwar, wollen wir mal, so irgendwie hier das nicht ganz korrekt. Habe ich es schon vorbereitet, jetzt bin ich da weg. Das ist natürlich fein. Das heißt, wenn ich die. Sorry, das war jetzt nicht geplant. So, sind wir da. Da haben wir also die interaktive Konsole und da kann ich jetzt zum Beispiel den Testlayer, da komme ich gleich zu anschauen, mach Punkt und ergänzt mir das Ganze dann, was ich da drauf habe und kann dann anschauen, was ist denn Webtest und ja. Das ist natürlich ganz fein wieder zur Entwicklung, ne, solche Tools zur Verfügung zu haben. Wenn man mit Doc-Tests arbeiten will, mit Unit-Tests kann man PDB reinhängen, hat das gleiche Ergebnis wie ein IPDB. Einen klassischen. Und muss man eine Folie jetzt da. Und eben die Idee ist eben, dass man eine testgetriebene Entwicklung macht und da war es auch ein bisschen schwierig. Es scheint unter App Engine Entwicklern nicht besonders verbreitet zu sein, das Testen. Und eben, es gibt, App Engine bietet mal grundsätzlich in dem SDK die Funktion, um so Testing Stubs aufzusetzen und Tier, also für eben im Setup und im Teardown. Die Testumgebung muss die dann verwenden, das heißt, dann muss ich meine Testumgebung finden, die das kann. Da gibt es theoretisch dieses Nose-GAE mit den Nose-Tests. Ich habe wirklich lange probiert und Code gelesen und alles, aber ich habe es effektiv nicht zum Laufen gebracht, ich bin dann gescheitert. Weiß ich, vielleicht bin ich zu blöd dafür, ich kann es nicht sagen, vielleicht geht es auch einfach nicht. Schließlich dachte ich mir, althergebrachte Tools, die ich kenne, die funktionieren immer schön, also habe ich mir meinen Soap-Test-Runner genommen, also nachdem ich dann selber erstmal einen eigenen geschrieben habe und gemerkt habe, irgendwie es funktioniert jetzt zwar, aber irgendwie werde ich nicht glücklich damit, und habe dann den Soap-Test-Runner genommen und habe dann funktioniert einfach damit. Dann brauche ich eben diese Eck-Struktur, deswegen ist das Example-App auch gleichzeitig wieder ein Eck, aber dann funktioniert es. Und das Spannende war, dann habe ich mir gedacht, so vom Plone gibt es ja diese Testing-Layers, da könnte ich mir einen Layer bauen, der ist jetzt so pure Python, da gibt es gar kein App-Engine, und dann habe ich noch einen Layer, der macht halt ein bisschen mehr, der hat die Datenbank mal geladen, aber vielleicht noch keinen Memcached und so. Und so kann man sich verschiedene Schichten aufbauen. Und damit ich das machen kann, habe ich dann so ein bisschen rumexperimentiert, habe festgestellt, das geht ja ganz super, das war echt eine Stunde Arbeit, dann hatte ich mit einem Plone-Testing da drin. Kann ich jedem empfehlen, Plone-Testing, steht zwar Plone davor, aber diese Test-Layers sind total praktisch und man kann sie in allen möglichen Umgebungen verwenden. Das nochmal kurz zu diesen Layers, die machen eben dieses Setup und Teardown und man kann das eben schon aufteilen und sehr fein an der ganzen Geschichte bei den Layern natürlich, dass neben dem, dass man nicht ständig bei jedem Test ein Setup und Teardown wieder reinerben muss oder irgendwas machen muss, wird es auch schneller in der Ausführung. Das ist das Nächste, weil die Layer halt erhalten bleiben.
ja, Test, wer es noch nicht gesehen hat, ein Beispiel hier, importiere mal das Example ab die Models, wer den Code sehen will, einfach auf die Adresse da gehen, die Folien werden wahrscheinlich auch noch hinten irgendwie online stehen, ich weiß es gar nicht, wie das geplant ist. Ja, ist ja wurscht, wenn irgendwo werde ich es notfalls selber auf Slideshare stellen und dann kann man sich das mal anschauen und gibt halt dann das aus und kriegt dann halt zurück, was da hergekommen ist oder kriegt ein Traceback zurück. Das funktioniert wunderbar jetzt auf Datenbankebene oder man kann jetzt auch mit Webtest kann man gegen die Applikation fahren. Webtest ist ein super Modul für sowas und holt sich dann einfach das und kann dann schauen, ob das in dem HTML in dem HTTP-Response hier jetzt einfach so daherkommt, wie man sich das vorstellt. Man kann von der funktionalen Ebene arbeiten. Man könnte es jetzt noch weiter treiben und Robot Framework oder sowas dann noch integrieren, alles möglich. Also nur eine Frage des Aufwandes. Ja, danke erstmal. Das war es jetzt für heute hier in dem Sinne. Ich denke mir, wir haben vielleicht noch ein bisschen Zeit für Fragen. Ja, wir haben auf jeden Fall Zeit. Also der Talk, der hier nachkommen sollte, fällt aus. Das heißt, der Raum hier ist frei. Höchstens halt wegen anderen Talks, die parallel dann sind. Aber ja, also gibt es Fragen? Speichert irgendwas an persönlichen Daten von Kunden in der App Engine? Also Thema Hintergrund, Datenschutz, USA, Snowden, NSA und so weiter. Ja, also gerade wenn ihr eben halt Kunden habt, die eben halt. Wir sind sehr datensparsam. Also wir speichern, dass die Kunden, wenn man sich über ein Social Media Login einloggt, also dann kommt da ein bisschen was zurück. Das heißt, wir haben eine E-Mail-Adresse, wir haben einen Usernamen. Teilweise haben wir ja gar kein Passwort, weil das ja über, da haben wir nur den OAuth-Key, den man jedes Mal bei der Originalplattform ja dann reverten kann. Also wenn ich bei Twitter mich einlogge, kann ich bei Twitter sagen, ich möchte jetzt nicht mehr, dass Lockandy funktioniert. Und wir haben auch jetzt neuerdings ein Passwort-Login drin. Da wird natürlich ein Passwort noch gespeichert dazu. Aber wir haben jetzt sonst eigentlich keine großen Daten da drin und wir planen das auch nicht. Also das ist vielleicht eine Sache, die würde ich jetzt nicht unbedingt auf der App-Engine machen. Wobei natürlich dann die Frage ist, wie viel besser ist das, wenn man auf AWS hostet oder wenn man jetzt bei Host Europe, Hetzner oder Konsorten hostet. Wer da an welche Daten drankommt, das ist natürlich immer die andere Sache. Und wenn ich mein eigenes Linux-System warte, muss ich halt auch schauen, dass es sicher ist. Ja, vielleicht kannst du noch ein bisschen differenzieren, welche Vorteile du jetzt durch Pyramid hattest, die du mit der App-Engine nicht gegeben hattest, weil es ist ja doch ein ganz schöner Konfigurationsaufwand in meinen Augen. Also man kann ja mit, App-Engine liefert ja sein eigenes Framework mit, meinst du das jetzt, oder? Ja, das Web-App 2. Das Web-App 2, das hat wirklich nur ganz Basisfunktionalitäten drin und wenn man sich um Authentifizierung kümmern will, die ganze Absicherung, wird es aufwendig, wenn man, ich weiß nicht, ich finde es einfach, es fasst sich hübscher an, man kann zum Beispiel mit diese Renderer von Pyramid, die sind sehr angenehm da zu verwenden. Also die ganze Aufteilung, ACLs, die man verwenden kann, das Authentication-System, das funktioniert einfach, ist einfach pluggable, ich kann es einfach reinhängen. Ich kann das Velras, was sie jetzt verwendet haben, heute würde ich wieder ein anderes verwenden, wird für was Moderneres, aber das Velras, das war einfach installieren, ein paar Config-Files ändern, lief. Das ist einfach, und das hast du auf einer nativen App-Engine mit dem Web-App 2 nicht so. Das Einzige, was tatsächlich Arbeit war mit dem Reindrahten, war die, diese Umgebung halt mit X einbauen und Third-Party-Produkte reinziehen und sowas. Und ich denke mir, die ganze Test-Story hätte ich genauso gehabt. Da gibt es ja genauso nichts. Das ist ja wurscht, ob ich das gegen Web 2 teste oder gegen Pyramid. Also ich sehe jetzt nicht so die Einsparung, wenn ich das nicht verwendet hätte. Ja, gibt es noch weitere Fragen? Ja, ansonsten würde ich sagen, vielen Dank und ja, draußen.